Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Marius hat es gerade schon gesagt. Das Standard-Intro. Wir haben ein neues Mikrofon hier oben drauf. Mal gucken, ob es jetzt besser wird. Weil Ton in den letzten Videos war leider wirklich immer ziemlich scheiße. Also lag nicht unbedingt am Mikrofon, teilweise auch zu leise rausgerendert. Aber jetzt, glaube ich, könnte das besser werden. Gut aussehen tut's ja. Wir haben das teilweise früher tatsächlich genommen. Könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, aber sieht ein bisschen aus wie ein ganz normaler Handgriff. Und die Jungs haben das so zum Porn genommen, so zum Kamerahalten. Also, folgendes. Wir sind hier mal wieder am Oma-Golf am Start. Und wie viele Kilometer waren wir jetzt am Wörthersee gefahren? Ich glaube 600 Kilometer ungefähr. Ja, würde ich auch so. Die 500, 600 hätte ich jetzt auch geschätzt. Genau, auf dem Tacho steht jetzt irgendwas mit 600 Kilometer. Wir wollen ja mit diesem Auto auf jeden Fall noch sowohl einmal auf dem Prüfstand abstimmen, als auch nochmal ein Event fahren vielleicht. So, jetzt haben wir ja im letzten Livestream hier diese krassen 304 Grad Debilas-Wellen reingemacht, Nockenwellen. Hatten das Ventilspiel erstmal so halb eingemessen. Wir wollen eigentlich auf der Auslassseite 35, Einlassseite 25 haben. Da wir aber ja die Ventilsitze neu geschnitten hatten, haben wir uns gesagt, wir lassen das erstmal so grob und fahren mal ein paar Meter, weil man es dann definitiv eh nochmal kontrollieren muss. So, das heißt, das ist heute hier das Objekt der Begierde. Ohne diesen ganzen kleinen Schims kann man auch das Ventilspiel nicht einstellen. Und, ja, Motor ist, ich sag jetzt mal, lauwarm. Die krasseste Ansaugung ist, die wir jemals gebaut haben. Ja, meine Frau sucht den Nudelsieb immer noch. Gibt keine Nudel mehr seitdem. Nee, ich musste echt aus der Metro neu suchen. Ja, eigentlich müssen wir hier auch noch eine Ansaugung durchlegen. Weil jetzt für den Wörthersee, wo man halt wirklich nur so ein bisschen rumrollt, war das okay. Aber eigentlich muss hier halt ein Filter rein. Ne? Alleine, weil ich auch der Meinung bin, dass es leistungsmäßig mit einer längeren Ansaugung sogar besser ist. Ja. Wenn der Volumenstrom sich hier so ein bisschen beruhigt, weil das ist halt schon ganz schön. Ja, und die Flugplätze sind leider schon echt dreckig, ne? Genau, es ist zwar schön richtig mit hier mit Tulpe, mit Trichter und so weiter, aber... Da hast du aber auch eingebastelt, ne? Das ist ja richtig so mit Metallen hier, das oder was ist? Das ist ein 4 mm Schweißdraht einmal rum in der Rundbiegemaschine, dann zusammengeschweißt und den als Klemmering genommen. Und dann der Trichter von dir. Und dann auch noch schwarz gemacht, ey? Dann ja, willst du mit so einem kupfernen, das geht ja hier bei dem Motorraum nicht, dann noch schwarz gemacht? Ja, ja. Krass, Alter. Okay, wir lassen den doch drauf. Also das war ja auch noch schnell vom See Eigenbau von Wehmeyer. Heißt Trichter, oh, muss man Finger mitnehmen, sonst ist hier nichts mit scharf. So. Trichter, darüber ein Sieb, dann außenrum einen Ring selber gedengelt, den verschweißt und jetzt quasi mit Kabel wird dann so gesichert, ne? Ja. Krass. Meine Frau war wirklich fassungslos, als sie gesagt hat, was wir mit Nudelsieb machen. Also sie ist selten fassungslos, aber das hat sie nochmal wieder abgeholt. Ja, also fassungslos. Also es geht jetzt darum, wir haben so einen coolen Koffer hier. Jetzt, hier sieht man, Plättchen 50 mm. Das heißt, das Ding hier hat einen halben Millimeter. Oh, so, das ist ein halber Millimeter. Und wenn das hier schwer durchgeht, haben wir einen halben Millimeter Ventilspiel. Also nochmal kurz zum Ventilspiel. Was ist überhaupt das Ventilspiel? Ihr seht hier unten, seht ihr den Tassenstößel. Dieser drückt auf das Ventil. Jetzt gerade ist der Nocken im Grundkreis. Das heißt, man hat keinen Ventilhub, weil der Nocken steht komplett nach hier weg. Das heißt, hier zwischen muss ein Ventilspiel sein, um die verschiedenen Temperaturzustände von so einem Motor auszugleichen. Weil kalt ist so ein Ventil natürlich kürzer als lang. Normalerweise ist hier ein Hydrostößel drin. Das heißt, in dieser Tasse da unten drin ist ein kleines Hydro-Element, welches das Ventilspiel über Öldruck ausgleicht. Jetzt ist das hier mechanisch und wir haben jetzt hier diese Käppchen, um die Höhe so zu definieren, dass wir jetzt ein Spiel haben. Weil so, jetzt kann man hier zum Glück immer ganz gut gucken, was Einlass. Sieht man dezent an dem Kanal, das ist Einlass. Dieser Einlass geht auf diesen hier. Okay, da ist klar, dass ich da 35 gerade nicht reinkriege, weil Einlass soll 25 bekommen. So, jetzt haben wir hier Auslass. Jetzt kann ich den hier zum Beispiel gerade nicht messen, weil der Nocken raussteht. Das heißt, hier müssen wir die Nockenwelle erstmal weiterdrehen. Aber dieser hier, also Einlass, Auslass, Einlass, Auslass, Einlass, Auslass. Das ist auch Auslass. Und hier kann ich jetzt tatsächlich damit messen. So, und hier stelle ich jetzt fest, sorry für die schlechte Kameraführung, hier stelle ich jetzt fest, dass der 35er da definitiv flutschi durchgeht. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon mal nicht zu klein. 40, eine Nummer größer. Gucken.
Ah, der geht da auch noch ganz locker flockig durch. Witzig. Hier. 45. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwieriger bei 45, aber jetzt bin ich mal gespannt. 50. Okay, jetzt sehen wir, 50 geht nicht durch. So, dann gucken wir mal bei der unteren. 0,40. Bei der unteren ist übrigens Einlass, Auslass immer genau andersrum. Also wenn hier ein Einlass ist, ist der Einlass bei der unteren hier. Also 0,40 geht schon mal nicht. 0,35 geht da genau durch. So, jetzt haben wir zum Glück vom letzten Mal hier noch unsere geniale Kiste, Karte, Nockenwelle, Einlass. Einlass, weil hier die Ansaugbrücke ist. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, da der Kopf ausgebaut war, habe ich das Ganze von der Seite gemacht. Das heißt, es lag so hier. Und wir hatten hier sollte jetzt ein 2 mm Lashcap sein und wir hatten damit 0,35. Würde aber bedeuten, dass die jetzt eigentlich perfekt ist, ne? Genau. Das bedeutet, überall, wo wir 0,35 so flutschig reinkriegen auf der Auslassseite, können wir es 1:1 so lassen. Ja. So, das Problem ist, jetzt müssen wir zu zweit halt dementsprechend einmal auf der Kurbelwelle einmal alle durchdrehen, dass wir alle einmal vernünftig messen können. Schreiben uns das mal auf und dann melden wir uns gleich wieder zurück. Dein Schmatzen jetzt mal drauf. Halbes Kilo Mauer. Alter, die war voll, oder nicht? Die Seite. Wichtig ist, dass die Grünen immer als erstes weg sind. Ich mag die Grünen. Ich mag die Grünen, aber komischerweise scheint hier auch jemand die Grünen zu mag, also ich würde sogar die Grünen fast als letztes essen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche ihr als erstes essen werdet. Bin mir aber wirklich ziemlich sicher, dass Rosa und Rot die meisten als erstes essen werden. Echt? Mhm. Bist du denn tendenziell jemand, wenn er isst, der erst das Leckere vom Teller isst oder erst das, was nicht so schmeckt? Auf den Süßigkeiten-Schrank könnte ich dir sagen, erst das Leckere, aber vom Essteller kann ich es dir gar nicht so genau sagen, weil ich tue mir nur das auf, worauf ich auch Bock habe. Weil es gibt auch ganz viele, die zum Beispiel, wenn sie ein Menü bei McDonald's essen, essen sie erst die ganzen Pommes, ich auch. Weil sie Pommes nicht so mögen und dann den Burger. Nee, ich esse die Pommes aber meist, weil ich die auf dem Hauseweg schon fresse und den Rest dann zu Hause oder so. Wir haben jetzt hier einmal durchgemessen und was soll ich sagen? Ich persönlich hätte definitiv gedacht, dass der Zylinderkopf sich mehr einläuft. Mhm. Also einläuft im Sinne von, die Ventilsitze sind neu geschnitten. Das heißt, wenn sich das Ganze jetzt einläuft, wandert das Ventil weiter nach oben, das Spiel wird kleiner. Wenn wir jetzt hier mal gucken, wir wollen 0,25, 0,35. Passt, passt, passt. Hier ist es einen zu hoch. Da würde ich allerdings nicht ausschließen, dass wir am Ende dann zu faul waren, sie nochmal wieder rauszubauen. Vielleicht war es damals weil, 40 oder so. Genau, weil uns war ja schon klar, dass es so ist. Passt, passt, passt. Minimal zu wenig. Passt, passt. Also eigentlich wirklich nur zwei Stück und die lasse ich mal durchgehen, als das, was keine Lust hat, nochmal zu machen. Ne? So, lange Rede. Nehmen wir jetzt echt für zwei Dinger den Kettendeckel runter. Alter. Genau, lange Rede, weil wir müssen halt leider wirklich beide Nockenwellen jetzt rausnehmen. Das heißt, dafür muss Kettendeckel runter und... Dieser E-Kadett mit der roten Stange hier mit der Seite, ne? den wird bestimmt einige hier triggern die ganze Zeit. Das ist auch hier Bennys neues halbe Meile-Projekt. Da ist LED drin, hab schon gefragt. Wir nehmen hier unseren einschiffbaren Deckel ab, um die Nockenwellenräder zu lösen und einmal zu gucken, wie sie stehen. Und ich messe einmal schnell, wie die Wellen stehen. Also Nockenwellen, einmal schon mal zur Kontrolle, bevor wir es zerlegen, gemessen. Jetzt ist folgende Sache. Wir haben auf der Einlasswelle 1,9 mm Hub im OT. Das Ganze war auch von vornherein so eingestellt. Jetzt ist die alles entscheidende Frage. Das ist jetzt tendenziell eher eine Drehmomentstellung. Man kann das immer nicht so pauschal sagen, aber die alten Wellen standen auf 0,75 und bei dir hatten sie damals, hatten wir sie auf dem Prüfstand, bis auf 0,35 runtergedreht. Ja. Also, dass der Einlass später anfängt aufzugehen. Wenn ich ehrlich bin, ich wollte gerade sagen, eigentlich müssten wir es auf den gleichen Wert stellen, um eine Referenz zu haben, haben wir aber eh nicht, weil wir einen Turbolader geändert haben. Das ist richtig. Ich würde vorschlagen, wir machen Folgendes. Das, was das Langlauf noch hergibt, drehen wir sie mehr in Richtung Leistung. Und das gleiche machen wir an der anderen Seite dann auch. Und dann nehmen wir sie raus. Also wir haben Glück. Ohne dass wir die Kette verstellen mussten, konnten wir die Welle jetzt auf Einlass 0,62 stellen. Beide. So. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr doch wieder in der gleichen Einlassstellung, also in der gleichen Leistungsstellung, wie die
alten Wellen waren. So. Die haben natürlich eine viel, viel längere Öffnungszeit. Das heißt, der Einlass bleibt jetzt nach hinten raus viel länger offen. Aber so können wir, glaube ich, es am besten vergleichen, auch mit den Wellen, die du drin hattest. Das waren ja auch mechanische, die waren ähnlich. Das ist schon gut so. Das heißt, genau so lassen wir es jetzt. Beide Seiten haben ungefähr 0,65, 0,62 Einlass. Jetzt nehmen wir es raus, Ventilspiel anpassen. Ganz wichtig, wenn ihr die Shims rausnehmt, nicht drauf verlassen, was da eventuell drin sein könnte, weil dann ist beim nächsten Mal Baustelle. Immer lieber einmal nachmessen und wieder einsortieren. Doch hervorragend geklappt. Nockenwellen sind wieder drin. Ventilspiel ist nochmal kontrolliert. Ganz wichtig, wir haben auch nochmal Nockenwellen gemessen, dass die auch richtig stehen. Das war, wenn wir auf dem Prüfstand sind, wirklich wissen, wo sie ist. Ich hab's vermisst schon. Ich hasse es einfach wie die Pest. Ich werde nie vergessen, wo du alleine mal bei dir in der Garage war. Ja, gefühlt hat er hinterher 50 PS weniger gehabt als vorher. Nie wieder messe ich alleine welche. Und jetzt ist halt wichtig, alles da so im Bereich von Kette nochmal einmal mit Loctite wieder anziehen, ganz am Ende, wenn wir wissen, wie es ist. Dann den Deckel wieder drauf und vielleicht machen wir mal einen kleinen Probefahrt. Probefahrt! Ah, dieser E85 Kaltschaden ist einfach immer das Beste. Hopp, 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 hopp. Also gefühlt hat die Nockenwellenstellung mehr Unterdruck im Leerlauf. Ja, aber ist doch gut. Ja, das ist eigentlich gut, ja. Das riecht immer wieder geil, ne? Auf geht's uns. Ja. Alter, wenn das Getriebe in den Ort reingeht, ne? Mehr geht nicht, Alter. Das rettet mir komplett den Abend. Weißt du eigentlich, wie geil das klingt von außen? Welches Getriebe, wenn das in den Ort reingeht, ne? Und einer so ein bisschen Ahnung hat, dann ja, mehr geht nicht. Aber immer noch gut laut, ne? Ja, ja. Genau die Abende, die ich liebe, ne? Wirklich, mehr, ja. Mehr geht nicht für mich. Ja, früher so geschraubt, rumgefahren, ja. Nur dass wir dann halt gleich wieder geschraubt haben. Ja, ja, ja. Aber du kannst ja immer gleich unten raus schon draufstehen, wie tot das ist. Das ist Vollgas, ne? Ja, ja. Okay. Das war jetzt, weil Marius am Hebel gezogen hat, ja, ja. Geht er dann bei 6,5 Rolling Boost rein. Okay. Ich hab mich nicht in Ordnung.